Ihre schauspielerische Vielseitigkeit und ihre Schönheit machten sie zu einer Kinolegende und zu einem der beliebtesten Stars in den USA. I got you into this thing, and I'll get you out of it. Will you marry me, Tracy? Don't fight me, Eleanor. What would you have me do? Give out, give up, give in? Sie ist die einzigartige Katharine Hepburn. Hepburn wurde am 12. Mai 1907 in Hartford, Connecticut, geboren. Als Studentin packte sie das Schauspielfieber und sie beschloss, eine Darstellerkarriere einzuschlagen. 1929 trat sie zum ersten Mal am Broadway auf und arbeitete dann 2 Jahre lang auf der Bühne. Am 4. Juli 1932 traf sie in Kalifornien ein, um für RKO Pictures zu arbeiten. Ihr erster Film war A Bill of Divorcement, Deutsch eine Scheidung, an der Seite des legendären John Barrymore. Unter der Regie von George Cukor zeigte Hepburn eine Darstellung, die von Kritik und Publikum umjubelt wurde und sie sofort zum Star machte. It would be dangerous for me to marry. Father! They're in there, your mother and that man. She told them she loves him. I heard her. You mustn't. I'm done with her. Get them out, I tell you. Get them out. You mustn't let at her go like this. At once. Schnell wirkte Hepburn in einer Reihe beliebter Filme mit, darunter Stage Door, Deutsch Bühneneingang mit Ginger Rogers und Lucille Ball. Don't think I intended to borrow it or anything. I just wanted to see how I'd feel in one of these things. Do you feel very different? I'll see. Well, why don't you wear it? Do you mean it? Oh, why not? You may as well go to petition in Ermine. You're sure to come back in rags. By what right you come breaking into my private office? Why would you barricade yourself behind closed doors and refuse to see people? That happens to be none of your business. You know the girl just fainted in your outer office because you broke an appointment with her? I'm sorry, I didn't know that. Well, as long as you keep that door closed, you'll never know anything. You're a producer, you ought to see people. I want to give you this. A girl gave it to me last year on my opening night and it brought me luck. Darling, you're sweet. I wish you were going there to hold my hand. I'll be there. Hepburns Rolle einer selbstbewussten modernen Frau veränderte ihr Rollenbild und machte sie noch beliebter. Dann spielte sie mit Cary Grant in Howard Hawks köstlicher Komödie Bringing Up Baby, Deutsch Leoparden küsst man nicht. No, but if you'd only wait while I explain, I just gave you my first shot. No, look, I'm just trying to tell you that you've told... Oh, no, I didn't. Why, if you hadn't been in such a hurry and had waited for my explanation... Not my coat. Your coat would still be perfectly all right. Kate verfolgt den konfusen Zoologen Grant mit einem Leoparden im Schlepptau. Sie bewies damit, dass sie nicht nur in Dramen, sondern auch in Komödien eine Größe darstellte. Hello, Gogarty. Oh, Miss Susan, how did you get here? Influence. Don't worry, Gogarty, I'll get you out. Oh, sure. Look, she got me out. That he was on the point of having a nervous breakdown. Yes. Does he want to wear those clothes? No, I don't want to wear this thing. I just want to get married. So nice, a minute. Let me go one minute, and then I'll go hang it down. Quiet! Please, listen to me. Quiet! Exactly, David. Don't talk so much. Nach einer Durststrecke beim Film kehrte Hepburn zum Broadway zurück und spielte in dem Erfolgsstück The Philadelphia Story, Deutsch, Die Nacht vor der Hochzeit. Auch in der Filmversion von 1940 gab sie die Tracy Lord, feierte ein spektakuläres Comeback und saß dank ihrer unerreichten Leinwandpräsenz nun fester im Sattel als je zuvor. I used to be afraid of that look. The withering glance of the goddess. I didn't think that alcohol would... Oh, shut up. Dinah, stay here. Oh, please, Mother. Maybe he's going to soccer again. It's what everybody feels about you. It's what I first worshipped you for from afar. George, listen. First, now, and always. Only from a little nearer now. Hey, darling? I don't want to be worshipped. I want to be loved. Someday over the rainbow, way up high. What is this, Connor? Oh, easy, easy, old man. She's not hurt. No. Not wounded, Saul, but dead. Seems the minute she hit the water, the wine hit her. Now, look here, Connor. A likely story, Connor. Hello, Dexter. Hello, George. Hello, Mike. You have a good mind, a pretty face, a disciplined body that does what you tell it.
You have everything that it takes to make a lovely woman, except the one essential, an understanding heart. And without that, you might just as well be made of bronze. And the night that you got drunk on champagne and climbed out on the roof and stood there naked with your arms out to the moon, wailing like a banshee. I told you I never had the slightest recollection of doing any such thing. What in the name of all that's holy am I to do? Tracy. Yes, Mike. Old Parson Parson, he's never seen Kittredge before, has he? Now, look, I got you into this thing, and I'll get you out of it. Will you marry me, Tracy? Auch Cary Grant und James Stewart spielten in dem Film mit, der von der Kritik umjubelt wurde und mehrere Oscar-Nominierungen erhielt. Dann trat Hepburn zum ersten Mal an der Seite des legendären Spencer Tracy auf. Woman of the Year, deutsch die Frau, von der man spricht, ist eine Komödie um einen Sportreporter, der sich in eine beliebte Politikredakteurin verliebt. Einmal nahm er sie zu einem Baseballspiel mit, aber nur einmal. How to get lined up first in the Senators. Washington will bat first, see. And after they've made three outs, then the Yanks will come to bat. I see. And then they've got to make the same number of outs. That's right. Sie war vielleicht die Frau des Jahres, aber nicht wegen ihrer Kochkünste. Sie und Tracy stellten ihre Seelenverwandtschaft fest und verliebten sich. Obwohl Spencer verheiratet war, hatten er und Hepburn eine leidenschaftliche Liebesbeziehung bis zum Tag seines Todes. What would you think about having a child? Tess! Tess, is that what all this build-up has been for? Did you think I'd have to be sold on the idea? Well, I wasn't quite sure. I thought perhaps I'd better get you into the right frame of mind. Get me into the right... Me? Well, the sooner the better. It's already been done. Hepburn und Tracy sollten noch 8 weitere Filme drehen. Der erste davon war Keeper of the Flame, deutsch Hüter der Flamme. Like Caesar. You bought up the farm for him, didn't you? Yes. Your husband threw him off the place, didn't he? Yes. And when he left you and Midford here alone, that was the disaster, wasn't it? Jeffrey knows nothing about it. You did it alone. I don't even care why you wanted to get rid of Forrest. I only care that you won't let me help you. I'm in love with you. Don't you understand that? You can't do this to me. Als ein Freund zu Tracy meinte, Hepburns Name solle im Vorspann vor seinem auftauchen, da sie eine Dame sei, entgegnete Tracy, dies sei ein Film und kein Rettungsboot. 1943 leistete Hepburn ihren Kriegsdienst durch einen Auftritt in dem Film Stage Door Canteen ab. Sie hatte die Ehre, als Höhepunkt die patriotische Schlussrede zu halten. I can't stand it. I've got to get out of here. Wait a minute. Why'd you volunteer for this work? Because I wanted to help. Help what? I wanted to help my country. Why do you think your country needs your help? We're in a war and we've got to win. Yes, that's right. We're in a war and we've got to win. And we're going to win. And that's why the boy you love is going overseas. And isn't that maybe why you're going to go back in there and get on your job? Look, you're a good kid. I don't wonder he loves you. He knows what he's fighting for. He's fighting for the kind of world in which you and he can live together in happiness, in peace, in love. Don't ever think about quitting. Don't ever stop for a minute working, fighting, praying until we've got that kind of a world. For you, for him, for your children, for the whole human race. Days without end. Amen. In ihren vielen Rollen während der 40er zeigte Hepburn ihre große Vielseitigkeit. 1944 spielte sie eine Orientalin in Dragon Seed nach dem Buch von Pearl S. Buck. Der Film bot eine beeindruckende Besetzung, darunter Turhan Bey, der über die Chance glücklich war, mit Catherine zu arbeiten. Take your grandchild with you. Wer denkt schon ans Geld, wenn jemand anruft und sagt, man könne Catherine Hepburns Mann in einer Großproduktion spielen? Dann spielte sie mit Spencer Tracy in Without Love, deutsch Zu klug für die Liebe, einer heiteren Romanze über ein Paar, das aus Bequemlichkeit heiratet, da beide nicht an die wahre Liebe glauben. You never want love in your life again. I never want it in mine. But our reasons are as different as the sun is from the moon. You don't want it because you've had all the worst of it. I don't want it because I've had all the best.
And then there's all that, you know, what you call that powerful commodity to be put to you. So I thought... So you thought... So I wondered if maybe you'd like to marry me. Mrs. Rowan, you're nuts. What's all that? Well, that's a surprise for Jamie. Oh, well, the surprise is on you. I just left Jamie in the arms of Paul Carell. I nearly did, Pat. Nearly did what? Paul. For Paul? Ridiculous. I know, but it's true. Oh, nonsense. You're not the falling type. You're like the Tower of Pisa. You may have certain leanings, but you always remain upright. Das Publikum konnte nicht genug von Hepburn und Tracy bekommen. What are you doing, Jim? If Chamberlain wants to declare war, he's going to get it. You're really going to go out in cold blood, shoot the first homesteader that comes over. That's right. In cold blood. If that's what you want to call it. Don't do it, Jim. Give up on it. Who are you protecting? Der beste Mann. Spencer Tracy übertrifft seine Darstellung in Fesseln der Liebe. Katharine Hepburn kämpft darum, ihren Mann zu schützen vor der anderen Frau. Ihre Filme machten sie zu einem der beliebtesten Leinwandpaare überhaupt. 1950 spielten die beiden in der Tragikomödie Adam's Rib, Deutsch Ehekrieg, wo sie nach Meinung vieler ihre beste gemeinsame Leistung boten. Adam, what? Don't you dare slam that door. All right. Hallo, ihr netten Leute. Hier spricht ein Smith namens Pete über einen Tracy namens Spencer und eine Hepburn namens Catherine und ein Studio namens Metro-Goldwyn-Mayer. Dieses Studio, Freunde, hat ein verrücktes Filmchen gemacht. Junge, hier geht's ja zu. Wie auch immer, es ist eine klasse Show namens Ehekrieg. Don't you want your rub down? You want a drink? Want anything? What? Oh! Oh! Diese Geschichte eines Anwaltsehepaares, das sich vor Gericht bekämpft, wurde zu einer Metapher für den Kampf der Geschlechter. Raten Sie mal, wer gewinnt? This is basic. I'm old fashioned. I like two sexes. And what is more, I suddenly don't like being married to what is known as a new woman. I want a wife, not a competitor. Competitor, competitor. If you want to be a big he-woman, go and be one, but not with me. Wenn nicht Spencer Tracy ihr Co-Star war, trat Hepburn mit anderen großen Stars auf, so in Undercurrent, Deutsch Die unbekannte Geliebte, mit Robert Taylor und Robert Mitchum, oder in Song of Love mit Paul Henry und Robert Walker. Und eine ihrer größten Leistungen zeigte sie 1951 neben dem legendären Humphrey Bogart. Unter der Regie von John Huston gedreht, erzählte African Queen die Geschichte einer religiösen Jungfer und eines versoffenen Bootskapitäns, die sich zusammentun, um ein deutsches Kriegsschiff zu versenken. Während sie die Gefahren des mörderischen afrikanischen Flusses meistern, verlieben sie sich schließlich. Der Film wurde zu einem zeitlosen Klassiker. Aber Hepburn war zunächst frustriert über die Albereien und Trinkgelage von Bogie und Huston hinter den Kulissen. Doch schließlich kam das Jungenhafte in ihr durch und zu Ende der Dreharbeiten waren die drei Freunde. Die anständige Rosie Sayers lernt alles über das Leben. Well, I ain't sorry no more, you crazy psalm-singing skinny old maid. Zwei Menschen gegen ihren Willen zusammengebracht. Diese Geschichte hat den stampfenden Rhythmus eines Dampfschiffs. Waiting for the supper, miss. I'm the captain, that's who. I ain't taking you along. You'd only be in my way. I suppose I was in your way going down the rapids. Then what you said to me back there on the river was a lie about how you never could have done it alone and how you'd lost your heart and everything. You liar. Hepburn spielte weitere Hauptrollen in Summertime, Deutsch, Der Traum meines Lebens, The Rainmaker, Deutsch, Der Regenmacher und Suddenly Last Summer, Deutsch, Plötzlich im letzten Sommer. 1962 gab sie eine beeindruckende Darstellung einer Heroinabhängigen in A Long Day's Journey Into Night nach dem Stück von Eugene O'Neill.
Seit Jahren wurde kein Film von der Kritik derart umjubelt. Ein Monument, eine Inspiration für Filmemacher, lobt der New York Mirror. 4 Stars vom Feinsten, eine brillante Besetzung, jubelt die New York Daily News. Hepburn ist einfach großartig, fügt der General American hinzu. When the Blessed Virgin Mary forgives me and gives me back the faith in her love and pity I used to have in my convent days, and I can pray to her again. Diese Geschichte einer zerfallenen Familie brachte Hepburn unter der gekonnten Regie von Sidney Lumet mit Talenten wie Ralph Richardson, Jason Roberts Jr. und Dean Stockwell zusammen. Von 1962 bis 1967 zog sich Hepburn vom Film zurück. Viele glaubten, dies sei für immer. Doch in Wahrheit kümmerte sie sich um den pflegebedürftigen Spencer Tracy. Dann kehrten Kate und Spencer triumphal zurück. Guess Who's Coming to Dinner? Deutsch, rate mal, wer zum Essen kommt, ist ihr letzter gemeinsamer Film. Stanley Kramer führte Regie und auch Sidney Poitier war dabei. Die Tragikomödie behandelte heiße Themen wie rassistische Ansichten und gemischtrassige Ehen. Hepburn erhielt ihren 2. von schließlich 4 Oscars. Do you mean have we been to bed together? I don't mind your asking me that. We haven't. He wouldn't. Until today, I would never have believed that I could say such a thing. But when she fights you, I'm going to be on her side. Tragischerweise starb Spencer Tracy 2 Wochen nach Drehschluss. Dies war ein harter Schlag für Hepburn, die nicht nur ihren Geliebten, sondern auch einen Freund und Vertrauten verloren hatte. Doch im nächsten Jahr stand sie wieder vor der Kamera, in starken, dramatischen Rollen und gab ihr Bestes. Es ergab sich eine Gelegenheit für Heinrich, seinen Nachfolger zu bestimmen, einen Streit mit dem König von Frankreich anzuzetteln und ein wenig Zeit mit der Familie zu verbringen. Ihre Darstellung der Elinor von Aquitanien neben Peter O'Toole in The Lion in Winter, Deutsch der Löwe im Winter, brachte ihr den Oscar im 2. Jahr in Folge. Don't fight me, Eleanor. What would you have me do? Give out, give up, give in? Give me a little peace. A little? Why so modest? How about eternal peace? Now, there's a thought. Well, what do we have? The Holly or each other? For these 10 years you've lived with everything I've lost and loved another woman through it all. I could peel you like a pear, and God himself would call it justice. I love your father's body. He was beautiful. It never happened. I can see his body now. Shall I describe it? His arms were bright with scars. No! I can feel his arms. I feel them. What's the official line on sodomy? How stands the crown on boys who do with boys? You unnatural animal. Unnatural, mummy? You tell me what's nature's way. If poison mushrooms grow and babies come with crooked backs, if goiters thrive and dogs go mad and wives kill husbands, what's unnatural? You go to Rome, we'll rise against you. Who will? Richard, Geoffrey, John, and Eleanor of Aquitaine. The day those stout hearts band together is the day that pigs take wings. There'll be pork in the treetops come morning. A Delicate Balance, Deutsch empfindliches Gleichgewicht, von 1973 mit Hepburn und Paul Scofield, basiert auf dem Stück von Edward Orby. Der Broadway-Erfolg ist jetzt ein Film über die Gefühle, die Männer und Frauen wirklich füreinander hegen, wenn die Träume vorüber sind. Ein empfindliches Gleichgewicht. I do wish sometimes that I had been born a man. Not so hard. Their concerns are so simple. Money and death. Making ends meet until they meet. The end. If they knew what it was like to be a wife, a mother, a lover, a homemaker, a nurse, a hostess, an agitator, a pacifier, a truth teller, a deceiver. It was a year when you spilled yourself on my belly, sir. Please, please, Tobias. But no, you wouldn't even say it out. I don't want another child, another loss. Please, please, Tobias. And guiding you, trying to hold you in. Agnes, please. Don't leave me then like that. Not again. Tobias, please. I can take care of it. We won't have another child, but please, don't
leave me like that. 1975 war Hepburn zum ersten Mal mit einer weiteren Filmikone zu sehen, John Wayne. Sie sind nicht füreinander geschaffen, aber hier sind sie. Er ist der Säufer und Weiberheld Rooster Cogburn. Sie ist die stählerne, blaublütige Lady. I do not fear a skunk. I simply do not care for his odor. In Rooster Cogburn, deutsch mit Dynamit und frommen Sprüchen, spielte Wayne wieder den Marshall, während Hepburns Part an ihre Rolle aus African Queen erinnerte. I like to be called high smelling and low down. Meet your maker! Auge in Auge oder Schulter an Schulter, sie sind das härteste Paar im Westen. You got the gun, but you ain't got the know-how to use it. The way it works, Hawk. We're loaning the raft off you. That ain't loaning, that's stealing, and you can't have... And we're gonna have trouble with you. Not a teeny-weeny bit of trouble as long as you got that. Being around you pleases me. You will be careful, won't you, Reuben? I care about you very much. 1981 erhielt Hepburn ihren vierten Oscar für ihre Rolle in On Golden Pond, deutsch am Goldenen See. Der Veteran Henry Fonda war darin ihr Co-Star. On Golden Pond. Listen, this Norman Thayer Jr. over on Golden Pond. Erstaunlicherweise war das die erste Zusammenarbeit der beiden Kinolegenden. Ethel Thayer. Sound like I'm lifting. Jane Fonda spielte die Tochter der beiden. Und der ruhige, sentimentale Film wurde ein Überraschungserfolg. Sexy. I hear you turned 80 today. Yeah, what you heard? Man, that's really old. You should meet my father. Hey, oh, Mommy. It means so much to him to have you here. Catherine Hepburn tritt weiterhin in Film- und Fernsehproduktionen auf. Sie stellte fast ihr ganzes Leben lang ihre Schauspielkarriere in den Vordergrund. I can't see that. Who is that? Emily? Do I know these gentlemen? My dear Miss Cornelia, I was just apologizing to your beautiful niece for this intrusion. We have met before. I have no such recollection. Well, it was in passing. I made a great number of people in passing. Sie wurde einst gefragt, ob sie es nicht bedauere, keine Familie gegründet zu haben, und antwortete: Ich habe eine tolle Sache verpasst, aber ich denke nicht darüber nach, was ich verpasst habe. Ich denke darüber nach, was ich habe. Man kann nicht alles haben. Aber Catherine Hepburn hat ziemlich viel. Schön, intelligent, talentiert, Catherine Hepburn steht unter den Größen der Leinwand ganz weit oben. Hollywood wird sich stets an Catherine Hepburn erinnern.